Ja, hallo Freunde, wir machen nach dem Interview, was ich ja mit Joe vorgemacht habe, weiter in unserer kleinen Reihe, dass wir verfolgen, was denn da so Schönes passiert bei Seven vs. Wild. Wir sind jetzt bei Folge 10, glaube ich, also der aktuellen. Und genau, ich habe mal ein paar Gedanken zu, reden mal kurz über die Gruppendynamik, wie immer, wenn ihr hier Hate und irgendwelche Mobbing, Narzissmus, Verschwörungstheorien verbreiten wollt, seid ihr ganz falsch bei mir. Guckt es euch gar nicht erst an, geht zu anderen Kanälen, ist glaube ich besser. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Also wie immer gibt es natürlich Spoiler, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, guckt euch das erst an. Oh, ich bin heute ein bisschen langsam reden. Und ja, was sehen wir da? Also im Grunde genommen ist es anfangs, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber ereignisarme Episode. Wir sehen weiter, dass die Gruppe extrem gut funktioniert. Also die hat eine Form gefunden, mit der alle happy sind. Wie gesagt, dass jetzt nicht eine Selfie-Sandra die Gruppe führt oder irgendjemand anders, der sich einfach jetzt in dem Metier nicht auskennt, ist halt so, ist halt, man hat sich da halt den Joe Vogel ausgesucht und das ist ja auch gut und er kümmert sich ja auch, muss man ja wirklich sagen. Also die Sandra wird ja dann krank mit einem vermuteten Harnwegsinfekt. Und genau, überlegt sich dann, welche Kräuter sie bringen kann. Es geht darum, welche Tees gekocht werden, wie man irgendwie Wurzeln essen kann. Also ich weiß immer nicht, werden wahrscheinlich jetzt wieder Leute sagen, dass Joe Vogel alle manipuliert. Ich sehe da einfach jemanden, der sich kümmert. Also warum auch immer er das macht, aber er kümmert sich um die anderen. Und ich weiß auch nicht, warum, also mir ist das echt schleierhaft, wie das teilweise so aufgenommen wird, weil ich weiß nicht, nur weil man vielleicht jemanden nicht mag oder nicht versteht, was der macht oder dass jemand vielleicht andere Entscheidungen trifft, warum man da irgendwelche tiefgreifenden Schlüsse draus zieht, was ich habe das Gefühl so, also mir fällt das so seit der Pandemie auf, dass was nicht jeder überall Verschwörungen sieht und also es ist wirklich schlimm, also das, also wenn das so weitergeht, muss man sich echt Sorgen machen, wirklich. Naja, also wir sehen eine super funktionierende Gruppe und ich denke auch, das wird so lange weitergehen, bis die Gruppensituation sich verändert. Da sehen wir natürlich, vor allen Dingen wird das immer wieder ein Problem, wenn Leute dazukommen, aber das wird ja nicht passieren, also es gehen höchstens Leute raus. Also ich sehe da auch Sandra als definitiv angezählt mit einer, ist ja nicht ganz ungefährlich, so eine Harnwegsentzündung, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu. Oder, das ist ja die nächste Sache, der nächste Cliffhanger, es fängt als Wetter, fängt an zu wechseln, es fängt an zu regnen. Das kann die Gruppendynamik natürlich auch nochmal ordentlich durcheinander wirbeln, wenn die nicht mehr da draußen in der Sonne sitzen können. Also ich denke, dann wird es nochmal, steigt das Stresslevel nochmal, da muss man mal gucken, wie die Gruppe dann damit umgeht, so, ne? Was ich aber gerne nochmal ansprechen möchte, ist, dass ich verstehe teilweise echt die Produktion nicht und auch den Schnitt. Also erstmal sehen wir wieder eine sehr lange Sequenz, wieder Fritz Meinecke, der natürlich echt ein tolles Format da, also wirklich bewundere ihn, dass er da so ein mega Projekt ins Leben gerufen hat. Aber warum muss der sich immer wieder so lange, falls er das überhaupt entscheidet, filmen, wie er diese Sachen versteckt? Also das hat mit der Gruppe nichts zu tun. Und was ich so ein bisschen fand, dass er dann sagt, boah, das ist so anstrengend, hier alle zwei Tage hoch und runter zu klettern, aber ich so denke, Alter, ey, du kommst da hin, 5 Lagen eingepackt, jettest da mal eben ein mit irgendwelchen, weiß ich nicht, so wie so James Bond-Manier und also das weiß ich nicht, fand ich irgendwie, ich finde, das dreht sich da ein bisschen zu sehr um ihn, so, ich meine, er ist dann nochmal nicht in dem Camp. Was ich echt nicht verstehe, ist, also dann werden die Satellitentelefone ausgetauscht gegen Walkie-Talkies. Okay, also man kümmert sich um die Sicherheit. Ja, er hat ja so gemutmaßt, was ich total nachvollziehen kann, dass vielleicht die Satellitentelefone auch super funktionieren. Aber wenn man dann vergisst, dass man unter freiem Himmel stehen muss und all diese Sachen, dass man dann vielleicht Fehlfunktionen hat, weil die Leute es im Flugzeug benutzen, kann ich alles total verstehen, aber warum in aller Welt bringt man der Sandra keine Hose rein? Also ich weiß nicht, die wussten,
Ich meine, das sind keine Autoprofis, die wussten nicht, wo sie da hinkommen. Selbst die Produktion hat wohl nicht damit gerechnet, dass es so kalt wird. Ich finde, man hat auch eine gewisse, also ich verstehe das schon nicht, bei der, dass da kein Feuerlöscher ist und diese ganzen Sachen. Ich weiß, der Joe Vogel sagt ja, ja, das ist eben so, das ist im Outdoor, in einem Interview, das ist eine Meinung, die man haben kann, aber ich habe immer, ich habe halt einen ganz anderen Blick mit meinen Teamtrainings, die ich immer gemacht habe. Es war natürlich für Unternehmen, da ist natürlich Safety, aber das ist ja eine Unterhaltungsshow, es ist ja kein echtes Survival, also auch, es ist immer noch eine Unterhaltungsshow und man hat eine Verantwortung für die Teilnehmer. Warum bringt man der keine warme Hose an? Die wusste das nicht, die läuft da mit einer Leggings rum, wo womöglich nichts runter ist und dann kriegt sie eine Harnröhrenentzündung. Ich meine, ich weiß schon, es werden bestimmt wieder schreiben, ja, aber das kommt nur durch entsprechende Bakterien oder ich weiß nicht was. Ja, aber auch Kälte spielt da sicherlich eine Rolle. Es werden sicherlich viele Leute sich schon mal sowas geholt haben, weil sie zu lang irgendwie einfach mit dem kalten Arsch irgendwo drauf gesessen haben, so, ne? Und die macht das ständig. Also sie müssen halt die ganze Zeit sitzen, die da auf dem kalten Boden und ich weiß nicht was. Und wieso kann man der nicht, wenn man da Funkgeräte reinlegen kann, warum kann man der nicht eine Hose reinlegen? Weil jetzt ist es wahrscheinlich eh zu spät, aber weil das kann man nicht vorstellen, dass sie das jetzt mit irgendwelchen Tees da geregelt kriegen. Weil wenn doch, wirklich Kudos. Schauen wir mal. Also das, ich wundere mich immer wieder das Risikolevel, was da gefahren wird. Also das, ich meine, ich habe vielleicht von Survival habe ich begrenzte Ahnung, aber so eine ganze Menge Ahnung von so Sicherheitssystemen. Und vielleicht sieht man sie nicht, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, dass alles, was wir produziert haben, und das ist ja auch letztlich eine Produktion, so was wir produziert haben, du versuchst es zwar optisch irgendwie abenteuerlich zu machen, aber sozusagen das abenteuerlich aussieht, aber eigentlich nicht abenteuerlich ist, weil du einfach niemand gefährden möchtest. Und das war für uns immer so ein Leitmaßstab, nachdem wir alles ausgerichtet haben. So. Und ja, also ich möchte nicht wissen, was da los wäre, wenn da wirklich, wirklich ernsthaft jemand zu Schaden kommt. Denn Mann, es ist nur eine Unterhaltungsshow, ne? Man wundert sich. Also ich wundere mich. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten kann man zur Gruppendynamik nichts sagen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird sich ändern. Da kommt noch was. Und da werden wir wahrscheinlich wieder mehr zu besprechen haben. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, bleibt sauber und wir sehen uns bald wieder. Ciao.